Freunde, hier ist wieder euer Tommy Wobbly und heute eröffnen wir meinen ganz eigenen Sushi-Laden. Ja, Freunde, heute starten wir unseren Sushi-Laden. Und das allererste, was wir natürlich machen müssen, ist einmal hier dieses Feld zu kaufen, weil damit eröffnen wir das Ganze so richtig cool. Okay, also gerade kostet anscheinend nicht viel Geld. Also wir können uns ein paar Sachen für 0 Dollar kaufen. Ich meine, ich glaube, das spendiert hier der sehr nette Mann. Hier, was hast du denn zu sagen? Oh, das ist Gordon Ramsay und ich möchte nicht Gordon Ramsay kaufen. Ich möchte meinen eigenen Laden führen und auch bekochen. Also, als erstes kaufen wir natürlich ein paar Tische, weil die Leute müssen sich ja irgendwo auch hinsetzen, wo die ihr Essen essen möchten. So, dann würde ich als nächstes sagen, kaufen wir das erste Förderband, damit wir auch schön ein wenig Geld produzieren können. Und natürlich auch die anderen Sachen zu kaufen. Jetzt frage ich mich halt, warte mal, Zutaten hinzufügen. Hier kriege ich Zutaten, okay. So, dann nehmen wir einmal das hier und packen es dann da drauf. Warte mal. Wie viele müssen wir holen? 3 Stück. Ah, jetzt habe ich es außerdem da drauf gelegt, hä? Warte. Oh Gott, warte mal, was mache ich denn jetzt? Huh? Ah, okay. Warte mal, wir haben jetzt unser erstes Sushi zubereitet. Und mit einer riesen Feuer. Und jetzt, oh Gott, ey, was ist das denn für ein Gerät? Okay, also anscheinend macht man damit Sushi. Ah, okay. Und jetzt rollen wir das einmal hier so schön ein. So, und dann können wir das auch einmal hier so durchschneiden mit einer Achse. Ganz normales Sushi-Verhalten. Achso, ich glaube, die machen das so in jedem Sushi-Laden. Keine Sorge, Freunde, das gehört dazu. So, jetzt einmal wieder den Reis kochen. Dann einmal hier das hier machen. Und ich hoffe, dass es... Ah, ja, okay. Wir können auch gleich unsere ersten Arbeiter einstellen. Jetzt, warte mal, hier fehlt auch noch was. Ah, breiten und servieren. Okay, wir schlagen das anscheinend kaputt. Aber es ist ja... Ist okay, so, dann machen wir das hier auch mal kurz zusammenschlagen. Ist ja auch gehört dazu. Also, Freunde, jeder Sushi-Laden macht das so. Vertraut mir da einmal. So, dann müssen wir wieder ein wenig Reis kochen. So, zack. Rollen das hier wieder ein, ganz schön. Und dann zerschneiden wir das Ganze, natürlich. Und breiten das einmal hier zu. Und dann haben wir gleich damit 4 Stück schon fertig. Und können da wahrscheinlich uns von dem Geld schon mal einen Arbeiter holen. So, also, dann gehen wir einmal hier hin. Ah, okay, da sind sogar schon ein paar Kunden. Warte mal, die kenne ich doch irgendwo her. Sehr entzückende Dame. Aber servieren wir natürlich erstmal weiterhin das Sushi. Hier, bitteschön. Einmal normale Sushi für euch beide. Und dann sollten wir auch gleich schon mal unser Geld kassieren. Und wir bekommen jetzt... Oh Gott, wie viel bekommen wir jetzt davon? Oh, 5 Dollar. Okay, das ist schon mal perfekt. Damit können wir jetzt den ersten Arbeiter einstellen. Hallöchen, was geht ab? Wie nennen wir dich? Hallo Franziska. Bist du dann auch qualifiziert, das hier Ganze zu machen? Oh, okay. Wir brauchen natürlich noch mehr Arbeiter. Und dann holen wir uns doch direkt mal das Geld hier ab, was wir gerade verdient haben. Und holen uns auch direkt den zweiten Mitarbeiter hier so. Ah, oh mein Gott, was? Die kostet jetzt 10 Dollar. Okay, warte. Dann müssen wir natürlich noch ein wenig weiter selber machen. Mann, alles muss man selber machen in seinem eigenen Shop. Warum könnte ich einfach die ganzen Mitarbeiter einfach hierher kommen? Ganz normal. Oder das ist ja auch alles... Ah, warte mal. Da liegt doch ein wenig Geld. Aber von was? Warte mal, bevor es ist. Oh, ah, okay. Jetzt haben wir 8 Dollar. Das reicht leider aber immer noch nicht aus, damit wir irgendwie hier was holen können. Können wir... Okay, da kommen neue Kunden. Warte mal, ist es doch Arizolino oder nicht? Was macht denn Arizolino hier? Oh Gott, okay. Da müssen wir natürlich jetzt unser Bestes geben. So, zack, einmal für dich und dann noch einmal für dich. Okay. Das sollte dann auf jeden Fall reichen, damit wir den zweiten Mitarbeiter holen können. Und mit etwas Glück verdienen wir ja genug Geld, damit wir auch den dritten einstellen können, damit hier das alles auch automatisch läuft. Das heißt, ich muss nur noch servieren und das Geld einsetzen. So, jetzt haben wir 13 damit. Oh Gott, okay, das reicht nicht ganz. Aber wir können schon mal den zweiten Mitarbeiter einstellen. So, zack. Okay. Wir müssen natürlich die Zutaten auch noch selber hier reinpacken, weil sonst können die ja nicht arbeiten. Aber das ist ja noch okay. So, zack. Dann packen wir das alles hier rein. Der rollt das schön zusammen. Und dann müssen wir... Ah, warte mal, hier ist noch ein wenig Geld, was wir natürlich mitnehmen müssen. Und dann müssen wir, glaube ich, noch einmal welche bedienen. Und dann können wir auch ganz entspannt uns auch den dritten Mitarbeiter einstellen. Und dann denke ich mal... Oh, okay, da kommen schon die nächsten Kunden. Warte, schnell. Okay, nicht, dass sie weggehen. So, zack. Jetzt haben wir genau 2 Portionen. Das reicht perfekt dafür aus. So, zack, einmal für dich. Und dann noch einmal für dich. So, ich finde es irgendwie interessant, dass sie irgendwie alle gleich aussehen. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, aber wir nehmen es mal so einfach hin. So, damit haben wir auch das nächste Geld. Und jetzt brauchen wir nur noch 10 ganze Dollar. Und wir können noch viel mehr Mitarbeiter holen. Ich bin echt gespannt, wie das sein wird. So, oh Gott, da ist schon wieder jemand eingeschlagen. Jetzt wach auf. So, zack, wir müssen weiterarbeiten. Oh, warte mal, tut mir leid. Okay, das war jetzt mein Fehler. Ist schon berechtigt, dass du hier eingeschlafen bist, weil ich hier nicht alles entsorgt habe. Nein, ich schlafe auch nicht ein. Wach auf. Okay, da alles gut. Das ist so ein bisschen hart, Freunde, aber das gehört auch zur Arbeit dazu. So, ah, die hat noch ein bisschen Trinkgeld da gelassen. Jetzt haben wir 13 Dollar, Freunde. Es läuft. Und wie es läuft, die Nase, Leute. Dann gehen wir doch mal hier weiter und gucken, ob schon wieder jemand eingeschlafen ist. Das
kann doch nicht sein. Jetzt bleib doch einfach mal wach. So, okay, warte mal. Da muss ich auch hier natürlich wieder was machen, weil das so schief. Oh, warte mal, das ist ein Kunde. Schnell, 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 schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, bitte, 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 bitte schön. Hier, Sushi. Okay, dann gucken wir doch mal weiter. Niemand ist eingeschlafen. Alles gut. Wir bereiten das Sushi natürlich wieder schön hier vor. Also gucken wir dann einmal hier hin. Zack, 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 zack. Jetzt habe ich irgendwie aussehen ein Sushi in die Hand genommen. Möchte das jemand vielleicht essen oder so? Warte mal, so zack, dann nehmen wir das für die 5 Dollar mit. Und wer ist denn das hier? Hallo? Bitte nicht hier reintreten. Das ist mein Laden. Oh, stimmt. Wir haben ja sogar noch Konkurrenz hier gerade. Okay, okay, okay. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir den besten Laden hinkriegen. Wäre natürlich schön. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, okay, perfekt. Jetzt haben wir 20 Dollar. Jetzt können wir damit den 4. Mitarbeiter einstellen. Und jetzt sollte das alles eigentlich wie am Schnürchen laufen. Weil wir haben aber schon relativ viel Sushi. Was geht ab, Leute? Willkommen in meinem Laden. Gönnt euch einmal. Oh, warte mal. VIP? Was bedeutet denn VIP? Seid ihr irgendwie jetzt krasser? Bekomme ich jetzt mehr Geld von euch, weil ihr VIP seid? Okay, warte mal. Wie viel haben wir bekommen? Oh, 7 Dollar. Okay, wir bekommen tatsächlich jetzt sogar noch viel mehr Geld und mehr Trinkgeld sogar. Okay, das ist echt cool. Mann, da sind schon wieder welche eingeschlafen. Wach auf, so. Wir müssen weiterarbeiten, Freunde. So, zack, zack, wieder Sushi zubereiten, weil wir haben keins mehr. Deswegen stelle ich hier alles auf. Zack, zack, zack. Perfekt. Och, Mann, wach auf. Die schlafen aber auch echt. Oh mein Gott, die Kunden. Leute, arbeite schneller. Die Kunden sind alle da. Mach das Sushi schneller. Komm, 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 komm. Wir brauchen Sushi. Nicht, dass die Kunden gleich weggehen. Die sind sehr kostbar. So, zack. Hier, bitteschön, ihr Sushi kriegen sie auch. Und dann, okay, warte. Okay, jetzt gut, 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 gut. Gut gemacht, Freunde. Wir haben das echt gut gemacht. Okay, dann muss ich auf jeden Fall als nächstes mir unbedingt einen Restocker kaufen, damit er auch hier immer das hier immer wieder auffüllt, falls uns ein wenig Reis fehlt oder so. Deswegen brauchen wir das unbedingt, Freunde. So, zack, machen wir mal weiter. Ich hoffe, ihr schläft nicht wieder ein. Arbeitet schön weiter. Und dann kommen auch schon die... Oh, warte, wir haben das Trinkgeld auch gleich eingesammelt. Zack, zack, zack. Boah, 33 Dollar schon. Okay, okay, das läuft auf jeden Fall echt gut. Und hier gibt es sogar... Ah, okay, okay, es gibt sogar noch Upgrades. Aber die kosten noch echt insane viel Geld. Und da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. So, was geht denn hier noch? Top-G-Mieten. Ich möchte nicht Andrew Tate jetzt hier haben. iShow Speed einstellen. Warte mal, was geht denn hier ab? Warum soll ich den dann einstellen? Vielleicht bellt er immer meine Kunden weg. Das will ich nicht. Da müssen wir unbedingt weiter... Mann, aufwachen. Okay, kommt schon gleich vielleicht die nächsten Kunden. Die haben echt sehr leckere Sushi hier. Leute, kommt. Oh, das hat sogar funktioniert. Jetzt kommen sogar die nächsten Kunden. So, zack. Ja, gönnt euch eine kleine Pause. Ist ja nicht schlimm. So, dann gönnt euch das hier. Oh, hier, bitteschön. Und dann müssen wir unbedingt gleich diesen Restocker kaufen. Erst müssen wir alle aufwachen. Wachen, aufwachen. Und dann müssen wir hier unbedingt gleich diesen Restocker kaufen, weil das wird auf jeden Fall echt sehr, sehr cool, Freunde. So, dann haben wir einmal das Geld hier mitgenommen. Und dann noch einmal hier Geld. 45 Dollar. Wir brauchen nur noch 5 Dollar und ein nutzloser Baum. Lol. Okay, ich will jetzt eigentlich einen nutzlosen Baum kaufen. Oh, Freunde, 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 die Kundschaft kommt. Wir haben noch mehr Kunden hier am Start. So, hier einmal für dich noch und dann sollte das, glaube ich, passen. Und damit können wir dann endlich mal den Restocker kaufen, damit die auch schön das Sushi alle zubereiten, dass alles auch hier natürlich automatisch läuft, dass es mich auf die anderen Sachen fokussieren kann. So, dann einmal das Geld mitnehmen. Zack. Und jetzt können wir auch den wundervollen Restocker kaufen. So, einmal bitteschön. Und der sollte jetzt immer die Zutaten auffüllen, dass die hier arbeiten können. Und das läuft doch alles so gut, Freunde. Okay, dann gucken wir doch mal weiter. Dann haben wir... Oh, oh, stimmt, hier ist so ein bisschen Geld. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und was wäre denn am schlauesten, als nächstes zu kaufen? Ich habe einen Tisch zu kaufen. Das wäre richtig cool. Oder einen Menüforscher einstellen. Was ist denn ein Menüforscher, Freunde? Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat. Aber, oh, wir können auch ein... Ah, okay, okay, okay. Wir sollten uns auf jeden Fall noch vielleicht ein nächstes Förderband holen. Weil, warte mal, Beweise, dass Papa falsch ist. 15 Millionen Dollar. Okay, warte, das kann ich mir doch niemals im Leben leisten. Oh, da ist schon wieder jemand eingeschlafen. Aufwachen. So, dann haben wir das nächste Geld damit eingesammelt. Und wir müssen echt warten, bis die Kunden kommen. Weil irgendwie... Und... Ach, das kann nicht sein. Jetzt wach doch mal auf, ey. Warum schlafen die denn die ganze Zeit ein? Ihr habt wirklich Sachen zu tun. Die Kunden kommen. Die Kunden kommen. Hier, schnell. Einmal für sie noch. Und dann brauchen wir, glaube ich, noch einen weiteren Kunden. Und dann können wir endlich mal uns auch diese Menüforscher kaufen. Ich bin echt gespannt, was es damit auf sich hat. Boah, die anderen Leute haben so fette Sushi-Läden langsam. Boah, wir brauchen um... Warte mal, was ist denn da hinten? Ist das Naruto? Was macht denn Naruto da hinten? Kannst du mir vielleicht irgendwas geben oder so? Hey, was geht? Oh. Okay, ich glaube, da steht da einfach... Ich kann auf ihn klettern, warum auch immer. Oh, schade. Ich dachte, der könnte mir jetzt irgendwas geben. Mann, sein Laden sieht so viel... Warum ist da ein Among Us, Freunde? Warum ist da hinten ein Among Us?
Oh Gott, ich verstehe langsam echt irgendwie nichts mehr. Egal, ich wundere mich hier nicht. Wir gucken einfach mal weiter und da ist schon wieder jemand eingeschlafen. Das kann doch nicht sein. Jetzt bleib doch einfach mal wach. Ich brauche wirklich jemanden, ich muss jemanden einstellen, der die Mitarbeiter einfach immer wachrüttelt. Okay. Ah, aber wir haben keinen Platz mehr. Oh, das ist echt nicht so gut, Freunde. Aber die Kunden kommen auch gar nicht. Bitte, Leute, kauft bei mir Sushi. Oh mein Gott, Freunde. Ich glaube, mein Sushi-Laden war ein absoluter Fehlschlag. Der da drüben hat einen viel krasseren Sushi-Laden als ich. Mann, das ist... Ach, Mann, es kommen irgendwie einfach gar keine Kunden mehr. Ich glaube, das ist das Ende von dem Sushi-Laden, Freunde. Gebt doch gerne ein Like auf dem Video. Das würde mich mega aufmuntern. Ansonsten abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, Freunde.